Du hast nur drei, wenn du kämpfst, nicht wenn du Aktion Position benutzt. Er sagt freie Aktion. Ich Ach mache auch so, keine drei Position. Meter, ja, okay, Entschuldigung. Zack, und dann mache ich Position. Und versuche in den Rücken von den beiden links von mir zu kommen. Ja, also einmal um dich herumlaufen. Ganz knapp. Ganz knapp. Man könnte jetzt messen, ob die einen Passierschlag kriegen würden. Ah, komm, Ja, so, also ich ich meine, ja wie doch. gesagt, ich möchte in den Rücken gehen. Ja, Ne? doch, ich gebe auf alle Fälle. Jetzt gebe ich den Passierschlag. Das hast du verdient. Das war schon eine Nicht enge so. Geschichte. Ne, Entschuldigung, das war der weiße Hetzer. Du kriegst den, das heißende Schwert. Nur 10. Wohin? Dann musst du würfeln. Unten für 6 in den Ja, und Bauch. auch. Unten für 6 Initiative. Schon mal für dich geben, 5 Stück. Und dann darfst du einmal zustechen. Ihn, ne? Nee, 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 ich will noch gar nicht zustechen. Ich wollte mich nur hinter dir bewegen. Ach so, mehr nicht? Ich habe nur zwei Aktionen, wenn ich mich bewege. Richtig, weil du eine Aktion Position hattest. Gut. Der Battle-Mönch ist in Anführungsstrichen tot. Nächste Kampfrunde. Was Die ist das? sechste. Die Eingedassen sind nicht mehr geblendet. So, jetzt gucke ich mal, was ich jetzt hier noch so. Einen habe ich noch, der ist Sie umgerissen. sind nicht Oh. mehr geblendet, aber sie sind immer noch geblinkt. Ah, komm, den umgerissenen, den ignoriere ich jetzt gerade mal. Ich habe 1, 2, 3, 4. Vier Komm Leute, zu die mir. jetzt hier lang angreifen. Ich kann ja sagen, komm zu mir. Die stehen da auf S, das weißt du. Die stehen auf S, ja. Okay. Möchten die trotzdem angreifen? Die möchten dich angreifen, ja. Okay. Ich habe vier. Falls es noch nicht klar war, die müssen ihre Mutprobe nur einmal schaffen. Ich glaube, einer hat noch nicht, aber der Rest ist durch. Kann doch sein, dass die alle schon Einer haben. hat Im noch Zweifel nicht. sagen wir, die haben alle schon geschafft. Ich kann es nicht mehr Die beweisen. sind jetzt nicht mehr geblitzt, jetzt können sie dich angreifen. Du kriegst jetzt vier Attacken. Auf S ist eine plus 6, plus Ja, 4. auf plus 6. Ich möchte zwei davon gegenhalten. Muss ich die ansagen? Ich sage einfach die ersten beiden. Die ersten, also die ersten beiden Würfe, die jetzt liegen. Das ist jetzt eine neue Kampfrunde, sorry. Oh yeah! Oh yeah! Ja. Okay. Ich gebe dir einfach mal 1, 2, 3, 4. Mein Junge. Mein Ja, Junge. Mein gut. Junge. Du, so, also 6 und 3 willst du gegenhalten. Exakt. Für mich um 2 erschwert. Öpiala! Warte. Was haben die für eine Attacke wert? 19. Die haben 19, davon verlieren sie 7. Weil ich immer noch 6 für. geblinkt bin. Moment, Und dann. die Blinke ist doch jetzt aus. Nein, die sind nicht mehr geblendet, aber ich bin geblinkt. Goldene Rüstung. Okay, ja. Wirkungsdauer noch 127. Sorry, 23 Kampfrunden. Gut. Also verlieren sie davon 7 und 6 von der Reichweite, also verlieren sie von ihren 19 11. Dann Damit haben sind sie es sie trotzdem auf alle noch der geschafft. 6. Nee, die 8 Genau. nicht mehr, ne? Aber Doch, sie haben haben sie genommen. sie haben Überzahl. Das Stimmt, sind das ist nochmal zwei Erleichterungen. drei Sie verlieren Punkte. also 9 von Damit. ihrer 19. Sie greifen noch die 10 an. Das heißt, Ja, worauf ich alle hinaus will, geschafft. ist, die 6, ja, worauf ich hinaus will, ist, die 6 hat 3 über. Meinst die Qualität jetzt fürs Gegenhalten? Ja, genau. Die 6 hat 3 über. Ne, auf die Das ist. 10. Das heißt, er hat 4 Punkte über. Du hast Zumindest recht, hast ich kann nicht du hast rechnen. das, Ja, du du hast hast das recht, Gegen, ich du hast kann das nicht rechnen. Gegenhalten gegen den ersten hast du es gewonnen. Ich, du hast recht, ich kann nicht rechnen. Gegen den ersten gewinne ich. Ja. Das ist erstmal hier wichtig. Dann kriegt er nämlich Er bekommt 10. in den Tausend. So, warte, ich Und muss ich jetzt gerade mal bekomme die Hälfte gucken. von 10, Das 5 ist, in. ich setze aber den von unten an. Er hat ja schon Okay, zwei Wunden. ich bekomme 5 in den Bauch, das übersteigt meine Rüstung nicht. Schade, gut. Dann Nächster. bitte das Gegenhalten für den zweiten. Der hat eine Qualität von 7. Exactement. Da rechne ich gar nicht mehr dran rum. Das heißt, da darfst du auch den. 13 in your face oder halt in your torso. Das könnte eine Wunde werden. Denkt dran, dass die alle zwei Punkte Der ist Rüstung sowieso verloren schon haben. bei 3 Wunden, dann ist der tot. So, dann fresse ich natürlich von ihm trotzdem die Hälfte. In den Schildarm, die Hälfte von was hat er gewürfelt? Das ist nur 9. Sind immer noch 5 in den Schildarm, das geht immer noch nicht über die Rüstung. Dann kriegst So. du 1, 2, Ja, ich habe einmal. noch eine Parade, ne? Also ich könnte noch eine Parade umwandeln, nicht? Ach, machen wir nicht. Echte Männer nehmen den Schaden. So, 12 in die nächste Trefferzone. Schade, dass das jetzt nicht die 20 Das wäre. ist das rechte Bein, das ist ein wenig unbequem, dann habe ich nur 7 Punkte Rüstung, das sind also 5 Schaden. 12 minus 7 sind 5, ja? Ist das Das bringt nur. mich. Nein, meine Attacke ist nicht 35. Nein! Stopp, stopp! Sorry. Ich hab mich wieder.
Das sind 5 Schaden, bringt mich auf 30 LP runter. Nichts, worüber man einen Brief schreiben müsste. Und dann kriege ich noch den nächsten, die 8. In den Kopf! Ja, aber glücklicherweise ist nicht das genau verdoppelt. Mein Rüstungswert. Was? 8 im Kopf? Ich habe eine 5er Rüstung plus 3 vom Unverwundbar. Ach, das Unverwundbarkeit-Elixier, ne? Stimmt. Und ich ziehe dann vor, damit wir es in einem Block abhandeln können. Befreiungsschlag? Genau, Befreiungsschlag. Das ist 8, ja, schönes. Du hast noch 3 Leute. 3 Typen, ja, noch 3 Typen. Befreiungsschlag nehmen wir mal. Das sieht gut aus, ich habe mir keine Ansagen gegeben. Dann darf jeder von denen, wenn er möchte, eine Parade aufwenden. Ich hatte jetzt einmal angegriffen, ne? In der Tat. Du kannst es natürlich auch darauf ankommen lassen. Und das ist eine normale Parade? Ach, weißt du was, ich weiß, was ich halt. Ich schlag dich auch. Ich wandel um und. Also erstmal fressen sie dann jetzt den Schlag. Das ist richtig. Ja. Das heißt, ich glaube, der erste würfel wird dann. Würfel ich jetzt dreimal Schaden oder würfel ich einmal Schaden? Würfel zweimal Schaden, den anderen, der hatte schon 3 Wunden, der ist auch tot. Einmal Schaden, zweimal Schaden. Ich gebe dir 2 Pfeilen in der Trefferzone. Linkes Bein und Schildarm. Der wird das irgendwie vom Boden aus hochgezogen, nimmt den anderen Bein mit. Die Rüstung brennt ja auch noch, ne? Die Rüstung ist ja auch kaputt. Ja, und falls sie das überstehen... Überstehen sie. Okay, dann jetzt von jedem bitte eine Körperkraft. Klar. Ne, Kämpfe sind dann doch schon etwas kräftezehrender. Ist die Körperkraft so überschwert? Ich versuche dies gerade herauszufinden. Du kannst ja schon mal würfeln und dann... Ja, gewürfelt habe ich schon. Ich zieh vor die. Ja. Hier, Befreiungsschlag. Ja, wenn ich lesen könnte, ich... Kiaras, stich ihn einfach von hinten bitte ab mit irgendwie 10 Stich, genau, Todesstoß. Hau rein. Klau ihn ja lang. Hier ist nicht erschwert, so wie ich das lese. Also bleiben sie beide stehen. Ja, aber sie verlieren jeder 1v6 Inni und werden eine Distanzklasse zurückgedrängt. Was, wenn sie direkt neben Kiaras stehen, vielleicht noch einen Passierschlag gibt. Also, Kiaras, hopp. Würfel. Kommen die beide mein Plan? Ja. Klingt eine 5er leichter oder so, nicht wahr? Ja, sie ist der erste Triff locker. Zweiter Triff locker. Ja, dadurch, dass sie in deinem Rücken stehen. Mach gleich noch den dritten. Würfel den Schaden hinterher. Super. Oh. Und Rafim dachte, wir hätten Lack gewonnen. So. Eras hat vorgezogen, Abelmir darf den weißen Hetzer von hinten. Ja, ich würde nochmal einen Wuchtschlag plus 7 machen. Ja. Das heißt, normale Attacke. Geschafft. Komm. Das waren diesmal plus 10, ich habe ihn vorhin verrechnet. U18, Beschreibung. Ich schlage ihm von hinten schräg durch beide Hälse, bis durch beide Genickknochen und die Köpfe sinken nach vorne und der Weißhetzer überschlägt sich so ein bisschen und rollt sich so zum Sterben zusammen und verendet dort. In Embryonalstellung. Genau. Isarun. Moment, wir bekommen eine Beschreibung für einen Hackengedissen von Kiaras. Ja, ich sehe, wie Yala von vorne sie ablenkt. Sie haben ganz klar gesehen, dass ich hinter sie gegangen bin, haben mich sogar angegriffen dabei. Also zeige ich ihnen keine Gnade. Tritt einfach einen Schritt nach vorne, ramme beide Rapiere nach vorne und ramme sie von hinten durch ihre Hälse. Beziehungsweise in den Hals von dem ersten, der andere lebt noch. Isarun. Ich möchte Avianda zur Hilfe kommen. Wie hat die sich überhaupt geschlagen? Sieht die geschwächt aus, oder? Ja, da würfel ich jetzt gerade mal exemplarisch 1, 2, 3 Proben und dann kann ich dir mal ihren Waffenmeister beschreiben. Sie hatte zunächst einige Probleme, konnte sich dann allerdings an das reißende Schwert gewöhnen und hat dann zu einem meisterlichen Entwaffner angesetzt. Das ist ihr auch gelungen, hat dann das reißende Schwert in ihrem Kampfstab eingeklemmt und hat sich dann einen Hammerschlag erlaubt. Das darf sie nämlich und dann mit einem Hammerschlag seinen Schädel höchstwahrscheinlich zertrümmert. 1, 2, 3, 4 sind nicht so viel. Wow. Nein, sie hat seinen Schädel nicht zertrümmert. 2 plus 1 und das verdreifacht.
sind halt nur 9. Das heißt, die trümmert ihm irgendwie gegen das Bein, klonkt heftig und dann kannst du neben ihr stehen. Alles klar. Ich glaube, dafür muss ich sprinten und dann die ganze Aktion bzw. Kampfrunde aufwenden, oder? Eigentlich schon. Ich hatte sie ein bisschen weiter nach vorne gezogen, damit das übersichtlicher ist. Du darfst mit einer Aktion Position neben ihr stehen und dann stehst du neben ihr auf dem Feld. Prima. Dann wende ich meine zweite Aktion um und hau dem neben mir stehenden alten Gardisten noch einen Wuchtschlag rein. Das soll gelungen sein. Schade. Kannst auch sehen, wie seine Rüstung verschmort ist, wie sein Gesicht Brandnarben aufweist. Er stinkt nach Fleisch. Jawohl. Brauchst du noch eine Trefferzone oder nicht? Eine Beschreibung und eine Trefferzone, damit du weißt, wo du geschlagen hast. Aha. Ja, Isarun kommt dann von der Seite an. Gerade als er sein Schwert heben möchte, ist sie ein bisschen schneller und hebt ihres zuerst. Sie durchtrennt seinen erhobenen Oberarm und das Schwert reißt dann noch in seinen Brustkorb hinein und zertrennt seine Wirbelsäule. Rafim, vor dir liegt einer der letzten Gegner, der sich gerade versucht aufzurappeln. Du kennst das Spielchen, wie sie vor dir liegen wie Käfer, die auf den Rücken gedreht sind. Ja, ich muss mich aber zurückhalten. Ich habe ja noch Fragen zu stellen. Ich möchte ihn einerseits angucken, ergib dich, und dann möchte ich ihm in sein Bein schneiden, so tief, dass er nicht mehr aufstehen kann, aber nicht so tief, dass er dabei drauf geht. Ja, du siehst wohl mit einem halben Blick nach oben, hinter ihm, da wo der Ignisfero einen Krater hinterlassen hat, quält sich wohl gerade noch ein Irrhalkengardist. Du siehst aber, wie sein Gesicht zerschmolzen ist und sein Mund nur noch aus Blubberbläschen besteht. Der wird wohl keine Fragen mehr bei den Schmerzen beantworten und dann zertrümmerst du demjenigen vor dir die Kniescheibe und reißt einmal die Schienbeine auf, sodass du dann siehst, Schienbein irgendwo gespalten. Boah, ist das widerlich. Aber er windet sich in Schmerz und wird dann ohnmächtig. Würfel mal den Schaden. Ja, mir geht's halt auf jeden Fall darum, ich will den Mann am Leben erhalten. Ja, wirst du es einfach umwandeln in einen Ausdauerschaden und dann kriegt er 9 echte nochmal, aber... Ich glaube, dieses Bein wird er nie wieder benutzen können. Ach, der lebt eh nicht mehr lang. Gut, ich glaube, damit können wir aus dieser Kampfrunde rausgehen. Aus der Beschreibung. Ja, dann nimmt er tatsächlich auch einen halben Schritt rückwärts. Hat dann schwer so auf halbe Höhe und ruft ihm noch zu. Ergib dich! Es ist verloren. Ja, er selbst wird dann auch Anstalten machen, wieder sein Schwert in deinen Bauch zu stoßen. Also kennt er da nichts. Neben ihm seine Kameraden dann auch schon tot, aber mit einem einzigen Schwertstreich, dann kannst du das Schwert beiseite stechen und hast schon wohl gesehen, wie Rafim da einen der Gefangenen gemacht hat. Neben den zieht gerade... Da er immer noch ignoriert, ramme ich ihm dann den Knauf ins Rückgrat. So. Siehst dann, wie Kieras Klinge aus seinem Bauch wieder rauskommt und dann... Ich fange mich aus der Parade wieder und blicke Kieras nochmal an. Schau nochmal mit dem heißen Gedanken, oh, wir haben den Magier vergessen, über die Schulter. Dann war es das wohl. Das lief sehr gut! Sehr gut! Er hat eine gemeine Klinge. Ox Triumphat, wir haben gesiegt. Ja, ihr könnt auch sehen, wie in einer schwarzen, blutigen Spur der andere auf euch noch zugekrabbelt ist. Aus dem Explosionskrater raus wollte euch wohl auch noch irgendwie Hasserstaat. Was auch immer er wollte, aber er fändet da jetzt auch unter schrecklichen Qualen im Feuer. Ja, ich gehe da hin und erlöse den Mann. Das muss ja nett sein. Richtig. Ich nähere mich mal explizit dem Baumradianer. Liegt er auf dem Bauch oder auf der Brust? Liegt auf dem Rücken. Du siehst, wie sein Schädel gespalten ist, einfach durch die schiere Wucht und die Kraft von Rafim. Und Kieras hat ihm wohl auch ins Herz gestochen oder da, wo normalerweise das Herz wäre. Wie gesagt, seine Haut schwarz, rot, Glyphen, Siegel von Lolgramot, von Borberat und ist tot, liegt er dort. Rafim, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, warte, ich muss nur gerade meinen neuen Freund einsammeln. Kannst du das Ding nochmal köpfen? Oh, da kann ich ja nicht nein sagen, da kennst du mich ja, ne? Ich will wirklich auf Nummer sicher gehen. Ich schneide mal den Lolgramot-Paktierer in 5 handliche Teile. Arme und Beine müssen ab und Kopf muss ab und dann blicke ich zufrieden. Das sieht gut aus.
Aber mir, Isarun, stellt sicher, dass hier, ich stupse ihn mit dem Fuß ein wenig an, keine Magie mehr am Wirken ist. Nur zur Sicherheit. Natürlich. Ja. Geht das bei euch noch, Abelmir? Ich bin nämlich fast meiner. Ja, ich bin auch erschöpft, beraubt. Aber. Ich will ja mal schauen. Odem Arcanum Senserei weht hier ein Hauch von Zauberei im Sichtfeld, damit ich möglichst viele, also ich denke mal, die Irrgardisten werden wahrscheinlich keine Magie bei sich tragen, aber mich war auch trotzdem im Sichtfeld, kann nicht schaden. Eine plus 7. Wenn ich ihn finde. Da. Sichtbereich plus 7. Zeit lassen. Zeit lassen. Das ist plus 3 dann. Ach, komm her. Du erkennst ein sehr schwaches, ein sehr schwaches Glimmen und dämonische Reststrahlung von den weißen Hetzern und der Leib des Salan al-Ashtranim, des Sternkindes, ist immer noch von Magie erfüllt. Seid vorsichtig mit dem dort. Irgendwas ist an ihm noch. Und bringt ihn dort herüber. Bringt seine Teile dort herüber, lasst ihn nicht aus den Augen. Rafim, willst du mir helfen? Wir sammeln die Leichen zusammen. Schauen nach, was sie bei sich tragen, besonders Papiere oder ähnliches. Ja, Karinor, könnt ihr so lange auf den Gefangenen aufpassen? Ich muss natürlich mich wieder noch mit ihm unterhalten. Die anderen Leichen sollten wir wohl einfach in den Graben schieben, aber den Paktierer, den sollten wir wirklich verbrennen. Sortiert sie erst einmal, schaut, was sie dabei haben. Finde was, was uns nützlich sein könnte. Danke, Isarun, dass ihr mir geholfen habt. Sehr nett. Es sah nicht so aus, als ob ihr Hilfe brauchtet, aber ich dachte mir, es kann auch nicht schaden. Ja, normalerweise hätte ich vielleicht noch etwas mehr, aber ich bin etwas abgerutscht und daher hat mein Hammerschlag dann wohl doch nicht so getroffen, wie ich das eigentlich angesetzt hatte. Bin wohl an seinem Schild abgeglichen. Aber trotzdem, eine solche Technik habe ich beim Stabkampf noch nie beobachtet. Sehr interessant, ihr müsst mir das mal vorführen. Ja, mache ich sehr gerne. Normalerweise bin ich irgendwie... Also, mit dem Kampfstab macht man normalerweise nicht so viel Schaden wie mit scharfen oder reißenden Waffen und... Von daher zertrümmer ich doch ganz gerne mal Oberkiefer oder sowas und Nasen. Einfach von vorne dann das Nasenbein zertrümmern. Das schickt sie dann normalerweise in einen sehr tiefen Schlaf, aus dem sie manchmal auch nicht wieder erwachen. Ja, das kann ich mir wohl denken. Wie gesagt, ich bin hier etwas wohl abgerutscht. Tut mir leid. Aber danke. Alles gut. Ja, ich würde dann helfen, die Leichen zusammen zu karren. Vielleicht wirklich auf einen Karren zu packen, dass wir die nicht hier liegen lassen, damit sich niemand... Ich wollte gerade sagen, also euer Boot lächelt dich so ein bisschen an. Ich sehe, die Häuser haben Kamine. Wir werden die nicht in den Kamin schmeißen. Nein. Ach komm, also was hat ja gefälliger als ein Kamin, um einen solchen Paktierer da hineinzufahren? Du, aber es ist... Karinor, habt ihr schon mal eine Feuerbestattung durchgeführt? Wir wollen nicht unbedingt sehr viel Aufmerksamkeit auf uns zumessen. Die Nacht und da hinten ist die Mauer, die sollen uns nicht sehen. Der Kamin wird nicht ansatzweise heiß genug. Wir sollten sie einfach nur begraben. Oder den Fluss hinunterschicken auf irgendwelchen Brettern oder wenn so. Wenn wir sie den Fluss hinabschicken, weiß man in Rommel ist auf jeden Fall, dass die Jungs nicht einfach im Urlaub sind. Ja. Ich will einfach nur sicher gehen, dass das Ding da auch tot bleibt. Macht ihnen die Taschen leer und werft sie auf den Karren. Wir stellen in die Scheune und. Wenn wir hier fertig sind, können wir uns immer noch darum kümmern, die anzuzünden. Ich finde ich gut. Jetzt vorsichtig mal mit einem. Ihr wollt Dolch? Unsere Scheune anzünden? Nein, die Leichen. So. Ich würde jetzt wieder vorsichtig mit einem Dolch mal die Taschen auftrennen, durchsuchen und wenn ich da feste Gegenstände fühle, wie wir auch die Taschen aufschneiden und die Sachen, ohne sie zu berühren, auf den Boden bringen, werfen, schmeißen, wie auch immer. Ja. Was du bei deiner Visitation feststellst, ist, dass sie neben einigen Dukaten, vor allem Yolgomakscher Prägung, einige Einsatzbefehle wohl auch haben und darunter eine kleine, sehr schlechte Karte der Kanalisation. Ich dachte eigentlich mehr an den Paktierer, aber okay.
Ja, also Paktierer, du kannst auch natürlich dann die ihr halten gedisten, also nach und nach dann eben so ein bisschen auseinanderklamüsern. Auf alle Fälle wirst du eine Karte der Kanalisation finden. Sehr, sehr profan, aber vielleicht ausreichend. Pass auf seine Klinge auf, die ist nicht angenehm. Ich nehme auch aus meiner Tasche dann mein rajanisches Rosenwasser raus und spüle damit meine Wunden aus, die ich von dem Ding bekommen habe. Bestreue, wenn Nabel mir fertig ist, bestreue ich die Teile des Paktierers großflächig mit Salz. Erinnert mich daran, wenn wir in Gareth sind, dass ich mich um Bandstaube kümmere. Das ist eine Wartet gute mal, Idee. ich habe, glaube ich, noch welchen. Ich weiß nur noch nicht mehr, ob der haltbar ist. Lasst mich ein Auge drauf werfen. Er hält so lange, der Herr Breyer seinen Träger für wirklich erachtet. Ach, ich fürchte, ich habe es alles schon verwendet. Nein, das Beutelchen ist leer. Ja. Wir sollten diese Klinge mitnehmen. Die sollte nicht in falsche Hände geraten. Da habt ihr recht. Ja, Andererseits habt ihr natürlich. recht. Andererseits haltet ihr es wirklich für klug, ein solch offensichtlich dämonisches Artefakt in die Stadt mit hineinzutragen? Was schlagt ihr vor? Ich bin nicht sicher. Wir Können es könnten verbuddeln. sie, das wäre die einfachste Methode, wie Karino sagt, einfach vergraben und nach unserem Verlassen der Stadt wieder hier vorbeikommen. Es ist möglich, dass uns dazu nicht die Zeit bleibt. Wir können sie auch nicht zu den Geweihten bringen, denn die sind mehrere Tagesreisen entfernt. Wir können sie auch einfach in den Fluss schmeißen zu diesem Wassergeist. Ich bin mir sicher, uns mit dem grauen Mann gut zu stellen, beginnt nicht damit, ihm eine dämonische Waffe in sein Heim zu werfen. Nun, er ist ein Elementar, oder? Ihm wird sicherlich gefallen, wenn er was zum Kaputtmachen hat. Ich bezweifle, dass ihm gefallen wird, eine dämonische Waffe in seinem Gewässern zu haben. Verzeiht Kiaras, das ist keine gute Idee. Karina, ich bin wirklich der Letzte, der meint, dass man vor diesen Elementarwesen buckeln sollte. Aber wir müssen uns auch keine Feinde machen. Wir sollten sie vergraben und nachher später abholen. Denke ich auch. Gut. Wie war es noch? Hauptsache, sie ist weg. Ich habe mehr, wenn ihr das Ding nehmen wollt und ich grabe da hinten. Natürlich. Ich buxiere mal diese Waffe vorsichtig hier in diese Scheide, die er auf sich hat. Natürlich hat er keine Scheide. Und dann würde ich den Dolch durch die Parierstange. Hat er so einen Griff oder so eine Art wie so ein Säbel oder? Also das ist wohl schon ein ziemlich schartiges Schwert. An den ekelhaftesten Stellen könnte man sich dann schneiden. Teilweise auch, wenn du sie selbst in die Hand nimmst, dass du dich dann am Griff schneidest und sie dann ekelhaft in die Hand sticht. Also da musst du sehr vorsichtig mit Dann. umgehen und dann, ja, weiß ich nicht, dicke, dicke Stofflappen drum. Genau. Ich würde diese Robe von unten von diesem Paktierer nehmen, großes Stück abschneiden, doppelt umwickeln den Griff und dann den Griff mit diesem doppelten Stoff anfassen. Ja, so kannst du es auf alle Fälle transportieren. Und würdest du dann außer Reichweite von der Bauernfamilie irgendwo in diesem Feld, meinetwegen, keine Ahnung, da irgendwo, so dass ich nicht von der Bauernfamilie gesehen werde, vergraben und probieren, es so herzurichten, dass man es nicht wiedererkennen kann. Ja, ich gehe dabei mit. Zur Hälfte, um zu helfen, zur anderen, weil ich aber mir nicht traue, alleine das Ding vergraben zu gehen. Du kannst mal einen W20 würfeln, Abel. Ja. 9. Wenn du ihn durchsuchst, kannst du noch neben, also wie gesagt, bei den anderen dann diese eine Karte, kannst du ein Türkis erkennen, einen grün-bläulich schimmernden Edelstein, sehr matt, den du dann in seiner Habe findest und zusätzlich noch ein bisschen Mondsilber, was da als Schmuck, als Amulett dann auch gepresst wurde und was du dann eben so in seinen Taschen findest. Möchtest du was dazulegen oder Das würde ich dazulegen, ja. hast du Goldgier? Nein. Tja. Schade. Wo legst du das hin? Neben die Klinge natürlich. Ja. Was In habt ihr da noch? dieses. Ah, dieses hat er wohl noch in der Tasche. Diesen kleinen Ring mit dem Stein und etwas, wie es scheint, Mondsilber. Der Stein ist in einen Ring eingelassen, ja? War kein Posten. Genau. Ich hole mal meinen eigenen Ring mit einem kleinen Türkis drin hervor und halte den so daneben im Sinne von, ist das derselbe? Nein.
Also, es ist natürlich dieselbe Edelstein-Materialien, aber hat ansonsten keine Ähnlichkeit mit sowas wie einem Kaliarring oder so. Ihr seid euch sicher, dass es sich hierbei nicht um einen magischen Artefakt handelt, ja? Wofür steht Türkis in der Magie, in der in der Edelsteinkunde? Gibt es doch diese allegorische Zuordnung? Das müsste So ein jetzt Geode wäre jetzt echt praktisch. Wollte gerade sagen, Edelsteinkunde. Gesteinskunde, oder? Gesteinskunde. Steinschleifer Juwelier, oder? Nicht. Ja, musst du mal Boltax fragen, wenn er wieder auftaucht. Gut. Ich hätte gesagt Magiekunde, aber egal. Nee, da haben wir. Alchemie würde halt auch irgendwo noch Sinn machen mit einer Ableitung. Musst du einfach mal fragen, Boltax, was ist ein Türkis? Was bringt der nach der Wege der Alchemie? Gut. Ja, nachdem ich diese Klinge und diese beiden Gegenstände vergraben habe, würde ich dieses Feld zugraben, mir keine Ahnung, so eine Art Ast mit ein bisschen Laub dran nehmen und die Erde verwischen, so dass man es hoffentlich nicht gleich erkennen kann, dass da was vergraben wurde.